Ja, hallo. Wir haben einen kurzen Erfolg. Nein, also vorne ist fest und zwar alle drei Verschraubungen. Wir haben nicht diese großen Platten hier genommen, aber mir sagt der Marcel nicht diese großen hier. Ach, sollte auch eine Kamera halten, wa? Sondern, gut, das sind auch große. Ja, es waren aber auch zwei kleine Beine, die sind ungefähr halb so groß wie die. Ja. Die haben wir verwendet, weil er verwendet damit, dass an den Leitungen besser passt. Ja, genau. So, das sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Jetzt ziehen wir den Bügel auseinander. Ja. Man auch wieder die drei Löcher rein, oder er macht die drei Löcher rein, verschrauben. Du wirst nur nach hinten ausrichten. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, nach 7 Stunden geschafft, den Käfig einzumachen. Yeah. So ungefähr, ja. Sind nicht ganz 7 Stunden, aber naja. Aber wenn wir fertig sind, dann doch. Na ja. Aber für 18 Schrauben und ein paar Rohre, guter Schnitt. Guter Schnitt. Ja, wenn man das noch nie gemacht hat und nur mal von allen möglichen Bildern geguckt hat und mit Messen, mit Machen und Tun. Wie gesagt, das sind 18 Löcher, die in die Karosserie gebohrt werden. Und das soll ja einigermaßen optisch auch noch aussehen. Ja. Dann macht man das schon mal mit Vorsicht. Genau, ein bisschen mehr messen, überlegen, gucken. Es ist schade, dass es nicht einfach so, ja. Es gibt keine Montageanleitung. Ja, keine Abmessung, wo die sagen, solchen Abstand, solchen, ne? Ja, es gibt ja auch nur das Materialgutachten. Es gibt halt diese Vorgaben, man muss Abstützplatten und dergleichen machen. Das ist auch sinnig, wie ich auch gerade bemerkt habe beim Festziehen. Die Platten haben sich jetzt mehr oder weniger angelegt an den Schweller, dadurch, dass diese Konterplatte da drunter ist. Und ja, ich denke mal, dafür, dass ich da eigentlich nur aus optischen Gründen einen Käfig reinzimmer, ist da trotzdem jede Menge Arbeit. Und ja, mit Teppich einschneiden und dann wieder Sitze einbauen und dergleichen. Muss ja halt auch von dem Versiegel werden, nicht schrauben. Ne? Genau, ja, ich werde das nachher dann von unten machen. Wenn ich den werde ich auf die Bühne setzen, dann nehme ich die Konterplatten raus, weil die Schrauben lasse ich dann einfach stecken. Mhm. Werde dann, ich denke mal, mit 1K Epoxy-Grundierung das kurz einmal überpinseln, zumindest die Bohrlöcher. Und setze dann mit, ich denke mal, mit Scheibenkleber oder dergleichen oder Karosseriedichtmasse die Platten wieder über die Schrauben und schraub dann fest. Weil ich glaube, besser kann ich es nicht versiegeln. Das ist ein altes Auto, der kriegt keine Vollgrundierung, keine Vollrestauration. Es ist und bleibt ein Spaßauto. Weil ich denke mal, wenn der mich mal irgendwann verlassen sollte, dann in kleinen Stücken und auf dem Schrott. Wie ich das mit fast allen Autos mache. Also, jetzt machen wir B-Säule, danach C-Säule. Und dann das ganze Spiel wieder zurück. Dann wieder ausbauen. Dann wieder ausbauen, morgen abschleifen, lackieren. Ja. Und Spaß haben. Ja. Gut. Gut, auf geht's. Attacke, auf geht's. Ich muss den Teppich mal wegwerfen. Kannst du? Komm mal zu ihnen. Ja, weiter geht's. Voilà. Also der Nachteil, dass der keine Haarstrebe hat, sonst wäre der jetzt unten, sag ich mal, auch in Form. Wenn Sie sehen, sehen Sie nichts. So. Oh, wie bei den anderen auch. Wenn ich dann die U-Scheibe vergessen habe. Erst die lange zum Ranziehen und dann die kürzere zum Nachziehen.
müssten wir mal eigentlich den Abstand oben der beiden Holme gucken. Und danach richten wir den mal eben aus. Ich habe jetzt hier 47 und hier habe ich 46,9. Da bewegt sich nichts mehr, aber das ist auch okay so. Ja. Das war gut, dass wir die schon reingemacht haben. Dann hält das zumindest. Ja. Ja. Die Sonnenblenden kann ich auch hochklappen. Cool, cool. So. Nochmal ganz ausführen. Aber da war nichts, da ist auch nichts, da wird auch nie was sein. Also 13. Und das ist noch jenseits von Gut und Böse. Ja, das steht ja komplett rein. Genau, den müssen wir gleich da irgendwie hochdrücken, randrücken. Vielleicht mit Wagenheber oder sowas. Aber erstmal machen wir die Seite fest. Festdübel, ne? Jetzt bohrst du durch den Teppich, ne? Jetzt bohr ich durch den Teppich, weil der Teppich ist geklebt. Da sitzt kein Stoff hinter, drunter oder sonstiges. Da kann man wohl mit leben. Ansonsten klebe ich da Filz drüber. Dann liegt da auf dem Teppich. Mal mit Bolzen durchdrücken. Aber irgendwie hat er sich gerade schon gewunden. Ja. Löcher drin, Platte drunter, festziehen. Glücklich sein. Was ist doch? Kommt da nicht ran, oder? Ja, die Platte ist zu breit. Weiß der Bauer kein Rad, nimmt er Rad. Hat er kein Rad? Zündest du dir jetzt selber eine Platte? Ich tüte mir jetzt selber eine Platte. Jo. Also etwas schmaler, ne? Das ist gut. Die ist wirklich leider viel zu breit. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Das weiß ich noch nicht. Du musst noch ein Loch bohren. Nicht eins. Drei. Sechs, aber ich bohre nur drei, weil man kann ja übereinander weg. Übereinander weg. Sandwich-Verfahren. Brauche ich nur noch mal eben ein Edding. Brauchen Sie die nicht gleich? Ja, weil ich die jetzt nicht original vermaßt habe oder sonst was und einfach nur aus dem Reststück jetzt zwei Halter gebaut habe. Aus, was ist das? 3 mm dickem Stahl, der hier halt noch in der Halle rumliegt. Na, jetzt ist wieder die Wiese nicht nachmachen. Die Zange wird es danken, aber wie war das? Körner, schlagen, bohren, fertig. Jetzt gerade so beschissen geworden, dass ich da keinen Platz habe für die großen Platten.
Dann würde ich mir nämlich die komplette Abbauschale reindrücken, da habe ich jetzt nicht wirklich den Elan nach. So, klein vorbohren. Manche Sachen kaufe ich ja auch relativ günstig ein. Ich sag mal so, die Ringschlüssel, die sind von dem tollen Supermarkt, glaube ich, mit L. Kosten, glaube ich, alle halbe Jahre haben die mal da 7,99 Euro. Das ist Wegwerfwerkzeug. Wenn es kaputt ist, kommt irgendwann neuer. Da würde ich jetzt niemals von, ich sag mal, den teuren Marken Werkzeug holen, weil ich weiß, dann bleibt er mal irgendwo im Auto liegen, er fällt runter, liegt irgendwo im Müll, passiert ja alles, dann ist er wieder weg und dann habe ich 20 Euro für so einen Schlüssel bezahlt. Nee, seh ich nicht ein. So ordentliche Bohrer gehen eigentlich, nur der ist jetzt schon wieder... schon Richtung Stumpf. Ja. Die wollen alle nicht. Ich hab nur kein Schneidöl mehr hier. Das ist doof. Schön, schön. Sehe ich auch so. So werde ich den noch mal eben ein bisschen entgraben, die Ecken rund schleifen. So, weil wegen Sicherheit. Jens ist ja Brillenträger, ich nicht. Kamera down, ab Brille drauf, also. Fertig sind die vermeintlichen Halter. Ja, mal gucken, ob sie halten. Ne? Mal gucken, ob sie passen. Viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Meinst du das so schlecht? Weiß ich nicht. Gebastelt? Weiß ich nicht. Schlecht gebastelt habe ich nicht. Die Löcher stimmen schon mal überein. Top. Hat mir aber immer noch Sorgen gemacht, ist die Rundung des Radlaufes. Dass du den jetzt da platt drückst? Ja, aber da ist Teppich drüber und man sieht ja diesen tollen Ausbau hier. Also geplant ist, ich habe noch dieses Kanton RS6 Pullman System. Die Kiste wird nachher noch mit passendem Filz, wie der Teppich ist, bezogen. Und hier kommt eine Abkastung rein, wo der
der Rest reinkommt, genauso auf der anderen Seite. Das heißt, man sieht nachher effektiv nur die zwei Bögen, die aus den Lautsprechern rauskommen. Also eigentlich nichts von dem eigentlichen Lautsprecher, von dem eigentlichen Käfig und von der Verschraubung. Okay. So! Wollen Sie die Druckluftknarre? Jetzt will ich die Druckluftknarre. Aber, ich brauche in jedem Fall einen kleinen Knacker mit der 13er Nuss. Oh. Knacker zu eng. Oh, warte, Kacke. Kratzer drin? Ja. Ich stelle dir Rechnung. Neulackierung, ne? Ja, bitte. Gehen wir das Material. Der Gerät. Das ist das Problem, wie weit der da reinsteht. Dass er den irgendwie nach außen gezogen hängt. Ja. Da. War auch mit Spanngurt ziehen, aber wir haben die Kunststoffverkleidung drin, also eher schlecht. Ja. Drücken. Bringt ja nichts. Irgendwie kriegen wir es hin, hoffe ich. Wow. Oh, wir haben das letzte auch befestigt. Ich sage jetzt nicht, wie spät es ist. Wir haben, glaube ich, um 17:45 angefangen. Genau, wir haben jetzt, könnt ihr gucken, 11:45. Ja, die Fachleute lachen jetzt schon. Die Leute, die ja noch nie gemacht haben, erzählen, ich könnte schneller. Vermutlich, so wie wir. Ist ja mal eben schnell gemacht. Ja, so schnell ist es leider nicht. Nee. Aber er ist jetzt drin. Genau, er ist drin. Alles ist verschraubt. Genau, die Verbindungshülsen. Machst du noch neu? Mach ich noch neu. Eine habe ich schon. Die hier. Das ist jetzt ja hier vorne. Ah. Ja, da. Auf der anderen Seite die ist neu. Die Hülsen hier. Und hier hinten in der Mitte kommt halt auch noch eine. Ja, die ist dahin neu. Das ist hier zusammengesägt. Aber ne, da kommt neue rein. So, der bleibt jetzt erstmal drin, damit er sich so ein bisschen setzt und dann schraubst du ihn raus. Genau, ich schraub den dann raus, dann wird er komplett abgeschliffen und wird erstmal mattschwarz lackiert. Ja. Und dann kommt er wieder rein. Aber das werden wir wahrscheinlich aussehen, weil das machen wir dann wahrscheinlich, wenn wir die letzten Mal Teile verbauen. Ja. Eben noch zwischendurch irgendwie so. Mal eben. Mal eben, jetzt sind die Löcher ja drin, ja. Jetzt müssen wir nur noch einbauen, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja. Ja, nee. Dann kommt die Innenausstattung wieder rein, dann kommen die Schrotgurte wieder rein. Dann ist er erstmal. Vielleicht kommt noch die Tür rein, müssen wir mal gucken. Ja, die Tür müssen wir noch gucken, das ist Nebensache. Ballastgewicht. Ja. Gut, war interessant. Ich habe auch noch einen Käfig eingebaut, fand ich sehr interessant. Vom Grunde ist es eigentlich nicht schwierig. Man muss sich nur trauen, Löcher zu bauen und ein bisschen Sorgfalt. Ja, ein bisschen Sorgfalt walten lassen. Wie wir jetzt hinten in den Radhäusern gemacht haben, mit den Haltern, die wir gerade gebastelt haben. Ja. Weil die Platten, die da sind, da drücke ich mir die kompletten Radläufe kaputt. Jetzt passt das eigentlich. Und auch genauso auch vorne die Halter. Mhm. Das sollte alles soweit passen. Sehr gut. Und, ja. Ja, ich würde mal sagen, Feierabend für heute. Video ist wohl lang genug. Und aus diesem Grund, bevor es noch länger wird, sag ich schon mal Tschüss. Ne? Hat ja Spaß gemacht. Auf jeden Fall, war eine lustige Aktion. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Also wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr auch, denkt dran, teilen, liken, kommentieren. Abonnieren, kommentieren. Oh mein Gott, die Kommentare unter diesem Video. Oh Gott. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bitte, bitte auch Kritik ausüben. Ja, wie hätten wir es vielleicht einfacher machen können? Ja, nein. Man weiß es ja nicht, wir sind doch keine Fachleute. Nee, überhaupt nicht. Wir haben es beide nicht gelernt. Wir machen es beide als Hobby. Und genau. Klipp und klar, wir haben jetzt mal versucht, ein Video zu machen, damit andere das auch machen können. Weil im Internet findet man einfach nicht. Es gibt keine Einbauanleitung. In dem Sinne, adieu. Ciao.